Inneres Lächeln. Kennt ihr das? Das innere Lächeln? Mantak Chia hat uns das beigebracht. Der große Taumeister, den wir geholt haben vor über 30 Jahren. Denn damals haben wir ihn entdeckt. Da war er noch in New York, in New York City. Und da sind wir zu ihm in Unterricht gegangen und haben ja, uns dann entschieden, ihn nach Europa, nach Deutschland zu holen. Und dann haben wir hier beim Frankfurter Ring ganz, ganz, ganz viele Seminare bis zum heutigen Tag gemacht. Dann kam Corona und seither ist gestoppt. Aber wer nicht gestoppt hat, ist unser lieber Carsten, denn der ist hier in Deutschland. Und der war schon ganz in den Anfängen auch schon dabei und schon die ganze Zeit als sein Übersetzer damals aus nicht aus dem Chinesischen, sondern aus dem Englischen. Heute könnte er es wahrscheinlich auch in der Sprache, weiß ich nicht, muss ich ihn mal fragen, Carsten. Aber in der Zeit bist du ja auch herangereift als Senior-Trainer inzwischen in diesem System. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Du hast auch andere große Meister, wie ich weiß, aufgesucht und dein ganzes Repertoire ja erweitert und ergänzt und die Sprache gelernt und mit Ernährung dich befasst und Tai Chi und was du alles kannst und bist noch Sinologe. Also die ganze Bandbreite kann man bei dir genauso wirklich finden wie bei den großen asiatischen Meistern. Und das ist eine Besonderheit. Ich habe Carsten in diesen Jahren begleiten dürfen und habe mich auch immer wieder von seiner Begeisterung anstecken lassen für das Thema Tao, ja, und der Offenheit, der ich da auch begegnet bin, nicht nur jetzt schmalspurmäßig einer Richtung zu folgen, sondern auch diese Breite und diese Fülle zu leben, vor allem in den Alltag mit hineinzubringen. Und da er immer bei uns gewohnt hat in den Jahren, haben wir uns viel treffen können und darüber austauschen können. Und das ist auch für uns hier immer ein Genuss. Also ein kleines Danke, Carsten, schon mal zu dir für all diese schönen Stunden. Und ich hoffe, sie kommen wieder, wenn du auch hier in Frankfurt mal wieder eine Ausbildung leitest. Und im Vorgang zu dieser Ausbildung haben wir uns gedacht, wir möchten gerne, dass ihr mehr über diese tolle Arbeit von Carsten erfahrt. Und dankenswerterweise gibt es diese herrlichen Webinare, die wir hier machen, die aufgezeichnet werden, euch morgen wahrscheinlich schon am Nachmittag auch in der Aufzeichnung vorliegen, die ihr bitte gerne auch weiterleitet an eure Freunde und Bekannten, Eltern, wer auch immer Interesse hat und davon profitieren kann, denn dieser Abend ist auch immer praxisorientiert und soll für euch auch ein Gewinn schon gleich sein und nicht nur Vortrag. Und die, die schon länger dabei sind, die wissen, also das ist ein abwechslungsreiches Programm, einiges an Vortrag, wo wir auch eine PowerPoint-Präsentation am Bildschirm miteinander genießen können. Und es ist immer eine Meditation da, die wir alle gemeinsam dann genießen und die Energie fließt. Also so, wie als ob wir im Seminarraum zusammensitzen. Das kann ich schon versprechen und freue mich selber auch auf den heutigen Abend. Da haben wir auch ein tolles Thema, passend schon zum Frühling. Liebe und Libido könnte man es nennen. Na, besser kann es eigentlich nicht werden. Und dann kommt noch die innere Kraft im Bauchraum dazu, Carsten. Du stärkst unsere Lebensenergie heute wieder und unsere Heilkraft. Und wir kriegen also Klarheit, mentale Klarheit und Stabilität für eine gelungene Bewältigung unseres Alltags. Jetzt, wo wir so allmählich rauskommen aus dieser Winterkälte, ja, uns wieder ein bisschen den steifen Körper ein bisschen lebendiger, ein bisschen beweglicher machen. Das hoffe ich mir von heute Abend, Carsten. So, in diesem Sinne, alle sind schnell reingekommen in der Zwischenzeit und haben sich schon ihr Plätzchen geholt und ihren Tee, wenn sie ihn haben, oder ihr Wasser, denke ich, wenn ihr das in eurer Nähe habt. Habt einen schönen Abend. Schreibt uns rein, auch immer mal wieder, wie es euch geht, was ihr Fragen habt. Wir können das alles hinterher auch auswerten und mit in die nächste Runde werfen. Wenn wir uns wieder treffen, dann kann man da auch entsprechend auf eure Wünsche und Fragen und
ja, Hinweise einfach auch eingehen. Also das soll ruhig interaktiv sein. Ne? Ich bin im Hintergrund dann, lese, was ihr macht und kann auch dann mit dem Carsten nochmal später dazu sprechen. Aber jetzt werde ich mich erstmal rausziehen aus dem Bild und den Carsten ganz groß machen, damit er in voller Schönheit heute Abend rüberkommt. Carsten, das Spotlight ist jetzt gleich auf dir. Einen tollen Abend. Jetzt bin ich schon angeschaltet, ja. Ja, Mensch, Britta, du hast es ja so doll beworben. Was soll ich da? Ich hoffe, ich kann da auch. Du musst jetzt liefern. Jetzt muss ich liefern, ja. Aber kein Problem. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen zu diesem Webinar beim Frankfurter Ring. Und es ist das vierte Webinar jetzt beim Frankfurter Ring. Und nochmal schönen Dank, Britta, für die Einladung auch. Und ich hatte beim letzten Mal extra ein Thema genommen, was mich im Herzen sehr berührt hat, die Jahre, nämlich, dass ich festgestellt habe, viele Menschen haben einen Mangel an Selbstliebe. Und wenn wir den haben, ist es nicht so effektiv, wenn wir einfach irgendwie Praktiken machen, sondern es ist gut, das mal anzuschauen. Heute kommt ein Thema, was mich genauso berührt hat und es hat sogar mein Leben verändert. Es hat den Obertitel Starke Heilkraft und Lebensenergie und verbinde dich mit deinen Ressourcen. Und die Ressourcen sind die Kraft im Bauchraum, unser Herz und unsere Libido. Und das Thema habe ich nicht irgendwie so gewählt, sondern aus einem ganz speziellen Grunde, nämlich, wie ihr eben schon gehört habt, ich bin aufgewachsen seit der Jugend mit Kung-Fu, Karate und zwar 3 Stunden pro Tag, also nicht die Woche, also wirklich pro Tag, über 20 Jahre und habe dann Chinesisch studiert, aber auch in Taiwan 3,5 Jahre studiert, 4 Stunden pro Tag. Und das ist viel. Und auch Tai Chi. Und ich wollte natürlich diese inneren Dinge unbedingt lernen. Das war mein Anliegen. So was man so in diesen Shaolin-Filmen sieht und so, dass sie so eine innere Kraft haben. Und habe mich so oft hingesetzt und auch mal 10 oder 20 Tage im Kloster verbracht. Und das war ganz nett. Aber ich habe durch all diese Praxis nicht diese innere Energie bekommen. Und deshalb dieses Webinar, weil ich habe das erst später gelernt durch das innere Qigong, unter anderem, wie Britta schon eben erwähnt habe, hat durch Mantakshia, also Meister Mantakshia, aber auch einige andere Lehrer als Zusatz aus dem inneren Qigong. Und ich möchte euch deshalb diese für mich lebensveränderte Praxis zeigen, wie wir wirklich unsere ganze Energie aufladen können und mit unseren Ressourcen in Kontakt kommen können. Das ist das Anliegen dieses heutigen Abends. Heißt, wir haben wieder viel Praxis. Seid ihr darauf vorbereitet? Auf die Praxis? Okay, super. Es gibt eine halbe Stunde Theorie und dann gibt es viel Praxis. Ja. So, das erste Thema vorweg oder das Grundanliegen vorweg, wenn ich mit meiner inneren Kraft und meinen Ressourcen, also mit meiner Liebe und auch mit meiner Libido in Kontakt kommen kann, ist das natürlich lebensverändernd in der Hinsicht, dass ich unglaublich viel innere Heilkraft gewinne, aber auch Stabilität und Ruhe. Und gleichzeitig, und jetzt kommt es, das ist ganz wichtig, die Fähigkeit, mein Potenzial zu leben und die Fähigkeit, meine Kreativität umzusetzen. Nicht nur, weil die Sexualenergie oder Libido auch zu tun hat mit Kreativität, das ist ein Punkt, sondern ganz einfach, wenn wir ganz simpel in unseren Alltag schauen, ist es in den meisten Fällen, und auch bei mir war es so ungefähr so, wir brauchen so viel Energie für den Tag, um alles zu managen, inklusive Haushalt und Einkaufen. Ja. Und so viel haben wir. Und da entsteht irgendwie so ein Manko. Heißt, nach einer Zeit sind wir meistens erschöpft oder kommen unter Stress. Und dieses Erschöpftsein und unter Stress kommen, zeigt sich in 2 Qualitäten. Die eine Qualität ist, dass wir so eher kollabieren und zusammenfallen, weil alles schon zu viel ist. Und die andere Qualität zeigt sich, dass wir gegen den Stress, der von außen kommt, gegensteuern. Also eher den starken Mann machen oder die starke Frau. Und ihr könnt in der zweiten Haltung schon sehen, wenn ich die so einnehme, das ist eigentlich eine permanente Anstrengung, weil ich auch schon erschöpft bin. Ja.
Und wenn wir sehen, wenn wir den Wunsch haben im Leben, wirklich unserem Herz zu folgen, unseren Träumen zu folgen, was ich mal annehme, ihr alle habt, die ihr hier zuseht oder zuhört, ja, dann braucht es die Möglichkeit, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Heißt, wir verlassen einen Schritt aus unserer Komfortzone. Das Gleiche gilt, wenn wir eine neue Beziehung eingehen oder einfach umziehen. Ich ziehe mal eben um. Das ist unglaublich viel Arbeit. Oder wenn wir eine neue Firma gründen oder mit der Firma einen Schritt vorangehen. Also eigentlich in allen Lebensphasen. Und besonders, wenn wir uns innerlich heilen möchten. Bedeutet, Heilung braucht Ruhe und braucht eine extra Lebensenergie. Heißt, ich schalte um auf den Parasympathikus. Und dies ist einer der Gründe, weshalb viele Menschen auch gerade in dieser Zeit mit versteckten chronischen Erkrankungen oder nicht ausgeheilten Entzündungen umherlaufen, die dann meist ausheilen, wenn was? Wenn wir im Urlaub sind oder einfach mal Zeit haben, vielleicht ist das bei einigen jetzt der Fall, 2 Wochen auszuruhen. Ja? So in dieser Ruhephase auf einmal, wo wir denken, jetzt können wir uns ausruhen, kommt eine Erkrankung durch. Ja? Wir können hier verstehen, Veränderung im Leben, ob es Heilungsprozesse sind oder berufliche Schritte oder Schritte in die Beziehung, brauchen ein Mehr an Energie. Und meistens haben wir diese extra Energie nicht. Und das ist ein Grund, weshalb viele Menschen ihr Leben lang in einer Komfortzone so teils glücklich, teils unglücklich verbringen, weil ihnen die Kraft fehlt, da rauszugehen. Und das wollen wir heute ändern. Auf jeden Fall in den Grundlagen. Das Bild wird vielleicht noch schlüssiger, wenn wir das an einem Atommodell sehen. Es gibt ja diese Atommodelle, jetzt ist ja Quantentheorie alles, aber als ich in der Schule war, habe ich immer das Atommodell gesehen. Da ist dann innen drin so ein Proton und außen die verschiedenen Elektronen. Und was ich behalten habe im Physikunterricht ist, wenn das Atom mehr Energie bekommt, dann kann ein Elektron auf eine höhere Schale springen und schwingt schneller. Wenn das Atom weniger Energie hat, dann geht das Elektron von der höheren Schale zurück auf eine niedrige Schwingung und das ganze Atom schwingt niedriger. Und wir bestehen ja, wie ihr wisst, aus Atomen. Heißt, mit unserem ganzen Sein verhält es sich genauso. Das ist die grundlegende Einführung. Und jetzt kommen wir als erstes zu einem ganz wichtigen Thema, wo vielleicht einige von euch denken, ja, was jetzt kommt, weiß ich ja. Aber ich sage es mal so. Ich habe jetzt, vielleicht schaue ich nicht so aus, aber also ich habe 40 Jahre lang unterrichtet, seit ich 16 bin. Ich habe eine Menge Menschen getroffen, die sehr oft ganz spezielle Sachen lernen wollen. Also von Perlen im Bauch über aus dem Körper raus, über besondere Fähigkeiten oder 10 Kilo verlieren in einer Woche. Ja. Und ich frage für alle tieferen Prozesse, das gilt auch, wenn man Tai Chi lernen möchte oder Qigong, erst einmal, wie sieht es denn mit der Basis aus? Ja. Und da fragen viele Leute, was für eine Basis? Ja. Was für eine Basis? Bei mir ist Basis okay. Und die Basis ist eigentlich ganz simpel und ich mag das, ich werde das deshalb nochmal kurz erwähnen. Die Basis ist eine grundlegende Lebenspflege und praktisch eine Selbstliebe für uns und unser Sein, sodass wir uns um unser Leben kümmern. Und in der chinesischen Medizin ist das sehr interessant, das habe ich auch so ein bisschen mitstudiert über die Jahre, wenn man da hineinguckt, wie Krankheiten entstehen oder Erschöpfung kommt als erstes ein Punkt. Wir können sie vermeiden in den meisten Fällen, wenn wir gut schlafen und gut essen. Gut schlafen und gut essen. Und ich habe über die Jahre gelernt, auch als ich in Asien war, je mehr Krise, je mehr Stress, desto wichtiger ist es, egal was ist, gut zu essen
Und in Asien versteht man immer ein warmes Essen, was den Bauchraum nährt. Wenig Fleisch, wenig Zucker, etc. Also wichtig ist, der Bauchraum ist genährt und ist warm und man fühlt sich wirklich so voller Blut und Lebenskraft und gut schlafen. Die Westler haben eine andere Idee. Die haben folgende Idee. Ich finde Meditation super oder Tai Chi und ich steige da jetzt 3 Wochen ein. Und dann nach 6 Wochen kommt sie nicht mehr. Und dann ruft man an, was ist denn irgendwie, brauchst du Unterstützung? Ja, geht leider nicht, weil das Leben hat wieder voll zugeschlagen. Ja. Und was wir im Westen dann machen, und so sind wir eigentlich alle im Westen, ja, dann steigen wir voll ein in den Stress. Dann wollen wir alles durchziehen, bis wir fertig sind. Ich glaube, ihr kennt das. Aber wir sind nie fertig. Weil auf eine Sache kommt noch eine andere Sache. Und kommt irgendwann die nächste Sache. Und das Ganze als Kette heißt Leben. Bedeutet, die Asiaten haben von vornherein eine tiefe Entscheidung, egal was kommt. Ich vernachlässige nicht meine Lebenspflege. Und es beginnt mit gut schlafen, gut essen. Für die, die interessiert sind an Meditation oder Qigong etc., jeden Tag einmal ausschalten, also geistig abschalten, jeden Tag eine Meditation, allein um die eigene Seele zu waschen. Unsere Seele, unser Sein, unser Geist braucht diese tägliche meditative Ruhe, damit er überhaupt adäquat auf die Umwelt reagiert. So, je mehr Stress wir nach außen bringen, desto mehr Stress kommt zurück. Und das geschieht nicht nur auf bewussten Ebenen, sondern auch auf ganz unbewussten, tieferen Ebenen. Dies ist eins der Grundgesetze der Anziehung. Weitere Ressourcen sind tiefe Atmung. Heißt, wir gehen einfach spazieren und atmen tief. Oder wir machen Qigong-Übungen, dass wir tief atmen. Aber wir sollten definitiv nicht übersäuert sein. Und auch das sage ich, weil ich habe viele Menschen in Meditationskursen gehabt, die, sobald es richtig losging, ganz tief geschnarcht haben. Weil, und das ist auch verständlich, da ist noch eine Grunderschöpfung gewesen, aber auch eine Übersäuerung im Körper. Und wenn der Körper übersäuert ist, also wenig Sauerstoff, aber viel Stress im Körper plus Zucker, die man gegessen hat, etc., dann ist es schwer, irgendwas tiefgreifend in sich zu verändern. Das ist so wie so ein See, der dann ökologisch was umkippt. Da kann man nicht ganz groß was machen. Wir haben so eine kleine Liste zusammengestellt und das wäre auch die erste Abbildung, Britta, von den Ressourcen. Da kommen noch 1, 2 andere dazu. Wenn du das einmal zeigen magst. Jetzt kommt es genau. Und im Chinesischen heißt das Grundlagen der Lebenspflege. Ich habe die so ein bisschen erweitert aus meiner Sicht noch. Das chinesische Wort ist Yang Shen, eigentlich das Leben kultivieren. Und früher war das das Wort für Qigong. Qigong ist ein sehr modernes Wort. Was heute Qigong heißt, also die Kunst der Lebenskraft, hieß früher Yang Shen, die Kultivierung des Lebens. Und es beginnt mit diesen Elementen. Und ihr seht eine von mir hinzugefügte, unten ist Freunde. So, Freunde sind unglaublich wichtig für unsere Heilkraft. Und ich sage gleich warum. Weil wenn ihr jetzt denkt, Freunde, denkt man an Freunde. Einige mögen denken, Freunde kosten Zeit. Ja. Ist auch so. Freunde kosten Zeit. Ja. Freunde sind unglaublich gut für unsere Heilkraft, denn Freunde sind unser äußeres Immunsystem. Es ist ein Netzwerk, in dem wir uns halten. Und diese soziale Welt von Freunden vermeidet, wir sind ja energetisch dann vernetzt, dass wir in eine Krise abstürzen oder extrem werden. Heißt, dieses Netzwerk von Freundschaft kann uns in einer guten Stabilität halten. Und man kann das oft sehen, wenn Leute wirklich in einen Burnout kommen oder krank werden und die fragt, wie war das im letzten Jahr mit Freunden? Hast du viele gesehen? Dann kommt oft
Leider nein, gar nicht mehr. So, dies ist ein wichtiger Punkt zum Schluss, der mich auch immer sehr berührt und wo ich in den letzten Jahren auch öfter dran denke, schätze deine Freunde. Okay, dies sind die Grundlagen. Ja. Wir können das Bild auch rausnehmen, brauche jetzt kein zweites. Und jetzt gab es ja als Zusatz dazu, es gab gerade eine ganz aktuelle Geschichte, ich habe das ein bisschen verfolgt als Nordlicht hier in Hamburg. Der Weltumsegler, ich glaube, das heißt Globe de Vente oder so, Boris Herrmann, der ist ja da ganz weit vorne gewesen hier aus Hamburg. Und das ist eine Extremsituation, 80 Tage lang und um die Welt, extrem belastet, kann nur ein paar Stunden am Tag schlafen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. So, wie hat er sich coachen lassen? Oder braucht er ein Coaching? Weil es interessiert mich, wenn jemand sowas Extremes schafft. Und dann habe ich gesehen, ja, der hat einen Coach. So, was hat ihn sein Coach gesagt? Sein Coach hat gesagt, Boris, auch in solchen Extremsituationen brauchst du einen Alltag. Und das gilt genauso für uns. Also je extremer das wird, ja, je mehr Krise, wir brauchen einen Alltag und eine Struktur, um dort stabil durchgehen zu können. Und so ein kleiner Extrapunkt, wir brauchen dann auch Belohnung. Heißt, wenn Dinge gut geklappt haben, können wir mal darauf anstoßen. Trinken wir ein Glas Sekt oder machen eine kleine Feier oder irgendwas ganz Schönes. Und das öffnet wiederum auch unser Herz. Dies sind die Grundlagen. Und jetzt kommen wir zu unseren inneren Ressourcen. So, innere Ressourcen bedeutet die Kräfte, die wir in uns stimulieren können. Und das ist eigentlich der Hauptansatz in der Lehre des Dao. Also ich unterrichte ja sehr viel daoistische Praktiken oder auch Qigong. Und wichtig vielleicht für alle, die das nicht genau kennen, ist zu wissen, hier dreht es sich um Meditation, aber auch viele Übungen für Vitalität, Energieaufbau, genauso wie Aspekte der chinesischen Medizin, Atmung, plus Dinge wie Tai Chi, Kung Fu, Übungen für Stärke, Verteidigung, auch innere Kraft. Und das ist bewusst so zusammengesetzt, weil in der Lehre des Dao ist man sehr alltagsbezogen. Man möchte auch diesen Alltag und dieses Leben gut handhaben können. Und deshalb gibt es dort einen zentralen Punkt. Und das ist die Stärke und der Aufbau meiner Kraft im Bauchraum. Bedeutet, wenn unser Bauch warm ist, und da ist Ernährung ein wichtiger Teil, aber auch gestärkt ist durch Übung, gestärkt ist durch Energiearbeit, dann haben wir im Bauchraum wesentlich mehr Vitalität. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, weil ihr müsst euch den Bauch ungefähr so vorstellen, wie ein Kamin in einem Wohnzimmer. Guck, der Bauch ist ja auch, wenn ich jetzt mal so stehe, direkt in meiner Körpermitte. Ja. Und im Daoismus sowie in der chinesischen Medizin gibt es einen Satz, den werde ich nie vergessen. Wenn der Bauch, wenn die Mitte stark ist, können alle Krankheiten geheilt werden. Wow, das ist ein starker Satz. Ja. Wenn der Bauch, wenn die Mitte stark ist, können alle Krankheiten geheilt werden. Heißt, da ist unglaublich viel Potenzial. Denn wenn meine Mitte warm ist, dann fließt auch das Blut, dann fließt das Qi, dann kann ich noch Nahrung aufnehmen, ich werde versorgt. Wenn die Mitte ganz schwach ist, heißt zum Beispiel auch bei Menschen, die krank sind oder erschöpft sind, wenn ich kaum noch was essen kann, dann ist der Satz, dann gibt es kaum noch Hoffnung. Guck, seht ihr, wie zentral diese Mitte ist? Auch jeder chinesische Arzt fragt als erstes, wie ist denn die Stärke der Mitte? Ist so gut? Ist der Bauch warm? Ist da eine Energie?
Das wird bei uns oft nicht so gesehen, aber ihr seht in den asiatischen Ansätzen unglaublich wichtig. Und jetzt kommen noch zwei andere Punkte dazu. Und wir haben auch da eine schöne Abbildung. Ja. Nämlich auf der ersten Abbildung seht ihr so einen Mensch mit einem Bauch voller Lebensenergie. Und genau, es schlägt nach unten Wurzel. Und das ist ja auch typisch in diesen Ansätzen des Daos, dass wir eine Stabilität erhalten wollen, eine Verbindung zur Erde. Und da fließen ja auch sogenannte Meridiane über die Füße in die hinauf und auch herunter von den Beinen. Und ein Zusammenhang, den ich früher auch nicht kannte, ist folgender: Wenn ich gut stehe und eine gute Stabilität habe, dann nähren die Meridiane der Erde, besonders auch Nieren, Leber, Magenmeridian etc., gleichzeitig meinen Bauchraum und stärken meinen Bauch. Und umgekehrt, ein starker Bauch erzeugt wiederum eine gute Verbindung zur Erde. Und so habe ich diese Stabilität in mir nicht nur als inneres Kraftzentrum, sondern auch noch als Halt unten an den Füßen. Denn in jeder Veränderung im Leben, in jeder Krise, gibt es als erstes einen Punkt, den kennen wir auch. Wir verlieren unsere Stabilität. In den 80ern gab es da so eine Werbung, vielleicht erinnern sich einige, ich habe die als Kind x-mal gesehen, es war eine Werbung für HB, also die Zigarette, und so eine Comiczeitung, und dann hieß dann, dass da war irgendwie eine Stresssituation, und das HB-Männchen ging so in die Luft, und dann kam ein Kind und hielt ihn am Fuß und sagte, wer wird denn da gleich in die Luft gehen? Er wird in der gleichen Luft gehen. Guck, und so sind wir eigentlich bei Krisen und bei Situationen, die uns aus der Komfortzone bringen, dass wir merken, wow, wir kommen aus unserem Zentrum und damit auch in unserem Kopf und wir haben keine Klarheit mehr. Bedeutet, wenn wir heute beginnen, unsere Ressourcen zu sammeln, beginnen wir auch mit einer guten Erdung und damit, dass wir die Kraft im Bauch fühlen wollen. Jetzt gehen wir mal aufs nächste Bild. Das nächste Bild ist, und das ist ein ganz schönes, finde ich, weil es zeigt, ja, das ist ein schönes Bild und es zeigt die Verbindung vom Bauchraum und unserem Gehirn. Und man hat festgestellt, dass im Bauch ein sogenanntes enterales Nervensystem ist, was viele von euch wahrscheinlich kennen, also Millionen von Nervenzellen, und dass der Bauch mit dem Gehirn interagiert. Da gibt es auch so ein Buch drüber, heißt das zweite Gehirn im Bauchraum etc. Das ist vielleicht ein bisschen extrem benannt, aber wir können sehen, aha, beide Zentren interagieren, unser Bauch und unser Gehirn interagiert. Und ganz spannend, wenn wir das Gehirn anschauen, das sieht ja aus wie so eine Walnuss, die geknackt ist. Und wenn wir den Bauchraum anschauen, sieht auch aus wie so eine Walnuss. Und wir kennen ja auch den Satz, ein voller Bauch studiert nicht gerne. Aber umgekehrt, ganz wichtig, heutzutage haben die meisten Menschen sehr viel zu tun mit mentaler Arbeit, also Computerarbeit, Office, sich Gedanken machen über Situationen, etc. Und nur wenige arbeiten wirklich körperlich oder in der Landwirtschaft etc. Bedeutet, wenn wir viel mit dem Gehirn arbeiten und unser Bauchraum nicht gefüllt ist mit Lebensenergie, erschöpft das Gehirn sehr, sehr schnell. Und diese Erschöpfung führt dazu, dass wir dann auch nicht mehr beide Gehirnhälften verbinden können und zudem, dass wir Kopfschmerzen bekommen oder noch viel wichtiger, wir können nicht mehr abschalten. Heißt, obwohl das Thema schon geklärt ist, läuft das Gehirn weiter und weiter, denn die Energie, die dort oben spiralisiert, oft einseitig, kommt nicht mehr herunter, kommt nicht mehr im Bauch an. Und gerade deshalb ist unser Bauchraum auch eine unserer wichtigsten Ressourcen. Wenn wir dort ankommen können, haben wir nicht nur mehr Energie und Stabilität, sondern wir können auch unser Gehirn bewusst anschalten und wenn wir möchten, wieder abschalten. Und als Zusatz,
Sowas hätte ich in der Schule auch gern gelernt. Ja. Weil wenn ich mein Gehirn abschalten kann, geht es nämlich von selbst in eine Harmonie beider Hemisphären. Heißt, der intuitive Bereich im Gehirn ist dann auch automatisch wach, ohne dass das Gehirn viel arbeitet. Und aus diesem Bereich heraus kommen oft viele Lösungen im Alltag, die wir auch brauchen. Ja, dies zum Thema Bauch. Schon eine ganze Menge. So, das Wichtigste für uns, der Bauch an sich ist ein Energiespeicher. Er kann Energie aufnehmen. Und im Qigong einer der wenigen Plätze, wo wir Energie sammeln können, ohne dass sie nachher im Körper hin und her zirkuliert. Und der Bauch ist verbunden mit der Erde, mit unserer Erde und mit der Stabilität, aber auch mit dem Gehirn. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt in diesem Webinar, nämlich worum es sich eigentlich dreht. Und wir können dieses Bild auch kurz rausnehmen. Bild rausnehmen, genau. Denn es dreht sich jetzt auch darum, zu gucken, wie können wir den Bauchraum noch aufladen mit unseren Ressourcen. Und die Ressourcen wären unsere Liebe in unserem Herzen und auch unser Libido. Denn bedenkt, und das war in meinem Fall auch so, auch wenn ihr Jahre Tai Chi macht oder Kampfkünste lernt oder still sitzt, ist das nicht so, dass der Bauch gefüllt ist mit einer unglaublichen Heilkraft, sondern ich fühle ihn vielleicht einfach warm dann, ich bin dort präsent. Aber präsent sein heißt nicht, dass es gefüllt ist mit Lebensenergie. So, was die Daoisten herausgefunden haben, ist eigentlich etwas ganz Besonderes, nämlich wir haben zwei, nämlich wie gesagt schon die Liebe und die Libido, und wir können diese beiden Kräfte in unserem Bauchraum sammeln. Und das ist ungefähr so, wie bei Asterix und Obelix mit dem Zaubertrank. Ja, schaut, der Bauchraum wäre dann eher so wie der Kessel. Ja? Und da ist auch was drin, Wärme, und wir sind präsent. Aber jetzt füllen wir dort wichtige Ressourcen hinein. Nämlich unsere Herzenergie und unsere Libido. Und wenn diese beiden Ressourcen zusammenkommen, das hat man herausgefunden, entsteht eine besondere Qualität von Heilkraft. Das liegt auch darin, dass die Libido, und ich gehe mal so ein bisschen auf die Libido jetzt ein, die Libido ist die Kraft in uns, die neues Leben hervorbringt. Und es ist gleichzeitig eine Kraft, die unsere Kreativität entfaltet. Heißt, es ist dieses sich entwickeln, in die Welt gehen. All dies entsteht durch die Libido. Durch die Libido können wir Kinder bekommen. Aber diese Kraft enthält ein unglaubliches Potenzial innerlich. Und sie liegt ja nah und an unserem Bauchraum, geht nur in den allermeisten Fällen nach außen verloren. Denn so oft bekommen wir ja gar keine Kinder. Wir haben hier ein Bild, das können wir einmal kurz zeigen mit dem Beckenboden und dem, ja, wir blenden das einfach mal ein. Ja, genau. Und hier gibt es so ein paar ganz spannende Informationen, nämlich wenn die Daoisten über Libido sprechen, meinen sie nicht nur die Sexualenergie an sich, sondern die Libido ist eigentlich ein Teil der sogenannten Wandlungsphase Wasser, also unserer Nierenenergie. Bedeutet, die Nieren, und da sind nicht nur die physischen Nieren gemeint, sondern der gesamte Rücken, die Stärke im Rücken, bringt nach chinesischer Sicht eigentlich die Libido hervor.
Und Niere und Blase und Geschlechtsorgane sind ja auch verbunden. Von den Nieren laufen ja auch die Harnleiter herunter zur Blase. So, das ist alles ein Bereich. Deshalb, wenn wir versuchen, unsere Libido zu stärken in der chinesischen Medizin und im Daoismus, dann beginnen wir meistens auch die Nieren zu stärken. In der Übung heute werden wir die Nieren umarmen, die Nieren reiben und auch in die Nieren hineinlächeln. Und wir fühlen dann die Verbindung von den Nieren herunter zu dem Beckenboden. Wenn dieser Zusammenhang nicht so ganz klar ist, ein kleines Beispiel: Wenn Menschen sehr erschöpft sind und Kinder bekommen wollen und das klappt nicht, oder bei Störung der Libido, dann werden die meistens durch Kräuter versorgt, die die Nieren stärken, aber sie bekommen auch Akupunktur und Moxa direkt hinten bei den Nieren auf den Rücken. Denn dies sind unsere Hauptpunkte für Willenskraft und innere Stärke, und Willenskraft und Libido gehen direkt miteinander einher. Ja. Kleiner Nebeneffekt: Diese Stärke der Nieren zeigt sich auch im Rückenmark und im Gehirn. Bedeutet, Gehirn, Nieren, Beckenboden sind direkt miteinander verbunden. Nun stellt sich für einige die Frage, wo man sagt, so viel Libido fühle ich vielleicht gar nicht in letzter Zeit, oder auch als Frau, ich habe schon meine Menopause, oder als Mann auch, ja, die letzten, ich bin jetzt schon 60 oder 65, die letzten Jahre war das nicht so eine wichtige Energie für mich. Das ist auch korrekt, aber ein Zusatz: Wir sind oft mit dieser Energie nicht verbunden. Bedeutet, auch wenn wir schon älter sind, wir können dort wieder eintauchen in diese Kraft, oder auch wenn wir als Frau schon in der Menopause sind, diese Grundkraft ist immer da, weil sie hängt auch mit den Nieren zusammen, wie gesagt. Aber als zweites, sie hängt mit dem ganzen Beckenboden auch noch zusammen. Denn der Beckenboden gilt als Energiebereich, wo sich die Libido sammelt. Und er ist gleichzeitig ein Tor für eine innere Qi-Quelle. Simpel ausgedrückt: Bei allen chronischen Erkrankungen wird Qigong empfohlen, was mit dem Beckenboden arbeitet, weil man dadurch mit dem sogenannten Ursprungs-Qi in Kontakt kommt, was den Körper von innen verjüngt. Und dieses Ursprungs-Qi ist direkt verbunden mit der Liebe. Heißt, wenn die Daoisten von Libido sprechen, meinen sie praktisch die ganze Geschichte. Die Sexualorgane, den Beckenboden, dieses ursprüngliche Qi und die Nierenenergie. Ich hoffe, das macht einen Sinn. Das Wichtigste für uns ist, diese Energie ist immer da und lässt sich auch wieder nähren, wenn wir sie nicht so viel fühlen bisher. Und ein großer Vorteil noch: Wenn wir geistig mit dem Beckenboden, der Libido, dem Geschlechtsbereich in Kontakt kommen, passiert noch etwas anderes. Wir fangen an, tief loszulassen und zu regenerieren, weil der Beckenboden, wie gesagt, der Treffpunkt dieses ursprünglichen Qi ist, aber auch sehr viel ruhige nährende Energie sammelt. Und aus westlicher Sicht hat er direkt zu tun mit einer sehr frühen fötalen Entwicklungsphase. Heißt, indem ich dort absinke in meine Mitte und nach unten komme, komme ich auch in Kontakt mit etwas Ursprünglichem in mir, mit etwas ganz Ruhigem und Stillen und gleichzeitig mit dieser kreativen Sexualenergie. Die Frage ist natürlich auch, nebenbei wird sie wahrscheinlich kommen, wird denn auch die Libido mehr? Ja, sie wird auch noch mehr. Dieses Seminar ist nicht nur über Libido, sondern über unsere Ressourcen, aber wenn ich natürlich dorthin atme, dann stärke ich auch meine Libido und gleichzeitig verbessere ich die Möglichkeit, Kinder in die Welt zu bringen, etc., weil auch der ganze Bauchraum mehr genährt wird. Wir haben noch ein
Bild mit den Chakren, das können wir einmal kurz zeigen. Und ich mag dieses Bild sehr, denn wenn man da so aus chinesischer Sicht herangeht, ob chinesische Medizin oder Daoismus, klingt das immer so sehr nach physischen Übungen, wie Beckenbodenübungen, Nierenmassage oder das physische Herz fühlen etc. Aber ganz wichtig, wenn wir in diese Zentren eintauchen, den Beckenboden und unser Herz, dann kommen wir ja gleichzeitig in Kontakt mit feineren Ebenen unseres Seins. Bedeutet, am Beckenboden liegt das grundlegende Chakra der Sexualenergie. Und dieses Chakra ist eine Energiequelle, die immer da ist. Wenn wir in unser Herz hineingehen, kommen wir erst einmal mit dem physischen Herz in Kontakt. Aber je tiefer wir gehen, kommen wir in andere Seinsschichten. Heißt, das sogenannte Herzchakra geht auch auf. Die Daoisten sprechen nicht von Chakren. Die sprechen immer von Energiezentren oder von Meridianen. Aber trotzdem gibt es eine Überlappung zwischen den verschiedenen Kulturen. Bedeutet, was ich sagen will, wenn wir jetzt Ressourcen gleich im Bauchraum sammeln, aktivieren wir natürlich auch tiefere, feine Energien aus den Chakren. Und für die, die das nicht kennen von der Theorie, die Chakren sind praktisch Energiezentren, die uns direkt mit dem Kosmos verbinden. Oder umgekehrt, kosmische Kräfte nähren uns über die Chakren und von dort fließt es in unser System, in unser Sein hinein. Bedeutet, die Daoisten haben hier was ganz, ganz Tolles herausgefunden und wir können dieses Bild einmal zurücknehmen, einmal rausnehmen. Und das ist wirklich sehr wichtig. Was man herausgefunden hat, ist nämlich dies. Es kann sehr lange dauern, wenn wir in Stille meditieren, bis wir diese Chakren überhaupt öffnen. Und in allen spirituellen Traditionen dreht es sich nachher um diese Chakren. Ich habe da auch eine Zeit geforscht in diesem Bereich, beziehungsweise meine Studienarbeit am Ende über Qi geschrieben und Energie und dieses innere System in uns. Was man herausgefunden hat im Daoismus ist, wenn man jetzt zwei Chakren bewusst aktiviert oder zwei Energiezentren, wie das Herz und Beckenbodenenergie und die Energien zusammenbringt, dann initiiert man praktisch eine Öffnung in diesem Chakrasystem. Und das entwickelt nachher langfristig eine Menge an innerem Potenzial. Bedeutet, das ist nicht nur eine physische Energie, die da zusammenkommt, sondern etwas Feinstoffliches manifestiert sich in uns. Und das führt zu dieser inneren Heilkraft und Ressource. Heißt, wir bringen praktisch gleich in der Übung eine ruhige Energie vom Beckenboden nach oben und lassen von unten nach oben die Liebe unseres Herzens zusammenscheinen. Und so entsteht ein neuer innerer Prozess, energetisch und auch physisch spürbar in unserem Bauchraum. Ich glaube, zum Herz muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Wir wissen alle, dass das Herz immense Heilkräfte hat und auch in vielen Heilungsübungen im medizinischen Bereich wird die Visualisierungskraft des Herzens eingesetzt, um wirklich etwas zu verändern in uns. Aber ein Satz, der mich auch sehr geprägt hat, ist folgender Satz. Und es ist der Satz: Wenn es wirklich drauf ankommt, wenn das Leben auf der Kippe steht, dreht sich es immer um einen Punkt. Wie viel Liebe fühlst du in deinem Herzen? Und wir können das differenzieren in zwei Aspekte. So ein Arzt und guter Freund hat mir einmal gesagt, bei allen Patienten auch, Liebe verändert alles, genau wie die Kraft der Mitte. Wenn die Liebe da ist, ist alles möglich. Wenn die Liebe nicht mehr da ist,
wird schwer. Das klingt jetzt vielleicht noch so ein bisschen banal, aber ich mache es mal extremer. Und ich habe auch da so ein bisschen geforscht, wenn wir mal schauen, wer hat denn extreme Situationen überlebt? So verschollen irgendwo im Dschungel oder meinetwegen auch Kriegssituationen, wo Leute in Sibirien waren oder in sonst was für Lagern etc. Und meistens, wenn Leute überleben, wo andere nicht überlebt haben, dann sagen die immer, wisst ihr, ich habe die ganze Zeit an meine Frau gedacht oder an meine Kinder. Und das hat mich so motiviert, hier rauszukommen. Und wir können sehen, diese Kraft ist es nachher, die wir brauchen für spirituelle Prozesse. Weil als kleiner Zugang, spirituelle Prozesse sind nicht Wellness. Spirituelle Prozesse, ich bin bereit, wohin zu gehen, wo ich sonst nicht hingehe, über ein Limit. Und dazu brauche ich so einen tiefen Wunsch im Herz, etwas, was mich zieht im Herz, wo ich merke, okay, dafür gehe ich. Und das ist diese Herzenskraft, die zusammenfassend mit der Sexualkraft auch die Essenz aller spirituellen Traditionen ausmacht. Das ist wichtig, dass uns das vielleicht noch einmal klar wird. Ja. Ob im Daoismus oder im Yoga oder im Buddhismus oder im Christentum. Es dreht sich nie um einen Punkt, wer hat am meisten Power? Es dreht sich immer um den Punkt, wie weit können wir unser Herz öffnen? Denn das Herz ist der Schritt vom Ich zum Wir und zum großen Ganzen. Und es dreht sich auch nie um, wie toll kann ich meine Sexualität leben, obwohl das bei den Daoisten ein schöner Punkt ist, es ermöglicht eine sehr gute Partnerschaft. Das ist auch wichtig. Aber es dreht sich immer darum, inwieweit kann diese Quelle auch unserer Lebensenergie, unserer Kreativität, unser Potenzials sich in uns entfalten als innere Heilkraft, als Lebendigkeit, als Möglichkeit für Bewusstsein und um all unsere Projekte umzusetzen. Und jetzt zeige ich euch kurz noch auf der letzten Abbildung, was wir machen. Kommt da noch eine Abbildung? Ja. Ja, die letzte Abbildung, da sieht man, wie die Herz- und Nierenenergie im Bauchraum zusammenfließt. Ja. Genau, also diese Abbildung. Und ihr könnt das Herz ruhig in roter Farbe sehen, weil es entspricht mehr dieser Praxis, also nicht das Herzchakra, die Energie der Liebe. Und dann lassen wir die Libido und die Energie des Beckenbodens und indirekt auch die Nierenenergie von unten aufperlen. Und beide treffen sich im Bauchraum. Ja. Und das Ganze machen wir dann jetzt gleich. Und du hattest eben schon das letzte Bild, Britta, das kannst du dann in der Meditation zeigen. Ja. Okay. Ihr könnt mich noch mal kurz sehen, wenn ihr möchtet. Ich habe mich sogar ein bisschen beeilt, dass ich mit diesem Vortrag auch durchkommen. Konntet ihr so ein bisschen, ja, war das für euch bereichern? Konntet ihr was folgen? Okay, da sind schon viele Aspekte drin, aber ich hoffe, dass das Grundthema klar wird. Damit es jetzt ein Erfolg wird, lüfte ich noch einmal, weil wir wollen auch tief atmen, das könnt ihr auch machen. Und ich leite euch 10 Minuten lang durch Atemübungen und Körperübungen für den Bauchraum und auch für den Bereich des Beckenbodens. Und dann kommt eine Meditation für die Mitte, wo der Bauch warm wird. Und wir lassen dann die Liebe des Herzens darunter fließen und atmen vom Beckenboden nach oben und lassen diese Kraft in den Bauch perlen. Ihr braucht dazu frische Luft. Das können wir jetzt machen. Und wir treffen uns in einer Minute hier. Bis gleich.
Okay, da sind wir. Da sind wir. Kann man mich gut hören? Ja, bin ich gut im Bild? Okay. Wir stehen stabil in dieser Position, den Baum umarmen. Und schlagen leicht den Bauchraum aus und das stärkt auch unseren Bauch. Ihr könnt alle mitmachen. Jetzt klopfen wir bewusst den Nabel und gegenüber dem Nabel die Wirbelsäule. Dort liegt auch ein wichtiger Punkt zur Stärkung der Nieren, der Lebenskraft und der Libido. Eine Übung, die jetzt ein bisschen länger geht, ganz bewusst, ist die Übung des tiefen Atems, nämlich ihr könnt mir folgen, ich atme ein, jetzt halte ich den Atem an, also ich atme auch mehr in den Bauch ein, atme noch ein bisschen ein, ziehe den Beckenboden an und atme aus, entspanne. Und schaut ruhig noch einmal und folgt mir dabei, einatmen, den Atem halten, noch ein bisschen einatmen und ausatmen. Bevor wir hiermit beginnen, ich werde jetzt auch etwas ruhiger atmen, wenn das für euch zu komplex ist, einfach schneller bewegen oder auch ganz simpel einatmen und hier ausatmen. Wichtig ist, hier ziehen wir den Beckenboden an, atmen noch einmal ein und entspannen dann. Also alles ganz simpel, folgt mir einfach. Einatmen, den Atem halten, noch ein bisschen einatmen, Beckenboden anziehen. Ausatmen, ein Wind laut. Ein bisschen ein, windlaut. Und das Halten des Atems stärkt die Kraft im Bauchraum. Das nochmal anziehen, stimuliert den Beckenboden und auch indirekt die Libido. Wie von selbst wird unser Stand auch besser, wir bekommen auch mehr Wurzeln. Vielleicht merkt ihr auch, dass ihr ruhiger werdet. Noch dreimal.
Okay. Guck, sobald der Atem ruhiger wird, wird der Geist ruhiger. Der Bauchraum hat mehr Kraft, wir haben mehr Stabilität. Wir lockern leicht. Die zweite Übung, wir stehen aufrecht in dieser Verbindung Himmel-Erde und vibrieren leicht aus dem Bauchraum, als wenn ein kleiner innerer Qi-Energieball oder Lichtball sich dort bewegt. Der Kiefer entspannt, die Brust entspannt, der Rücken entspannt. Und wir fühlen gleichzeitig ein Kribbeln, eine Wärme, ein Lichtgefühl in den Leisten bis zum Beckenboden. Als wenn warmes Wasser in die Leisten strömt und zum Beckenboden. Und diese Schwingung ist recht fein und schnell. Ein Lichtball im Bauchraum und gleichzeitig fühlen wir Lebenskraft, vielleicht ein Stromgefühl, ein Kribbeln in den Leisten, wie warmes Wasser im Beckenboden. Und es taucht ein oder strömt herunter bis in den ganzen Geschlechtsbereich, auch in unsere Drüsen dort. Dieses Schütteln an sich ist schon eine wichtige Übung für eine innere Verjüngung aus Sicht des Qigong und des Dao. Aber auch um die Zellen zu regenerieren und zu neuer Lebenskraft zu aktivieren. Und weil die Übung so wichtig ist, machen wir sie noch eine Minute. Noch feiner jetzt. Eine Wärme, ein Kribbeln wie warmes Wasser im Bereich der Leisten, Beckenboden und im ganzen Geschlechtsbereich. Und ich lasse langsam die Bewegung ausschwingen. Ich komme mal näher, ihr könnt es auch sehen. Atme jetzt zum Nabel und ziehe den Beckenboden dabei an und dann die andere Hand atme ich aus. Den Beckenboden anziehen wir so. Und dann ausatmen und loslassen. Eine ganz ruhige, feine Bewegung. Den Beckenboden leicht anziehen und der ganze Geschlechtsbereich folgt wie ein Sog nach oben. Und mit der anderen Hand ausatmen. Ganz ruhig, ganz entspannt, ganz fein.
Meine Hand ist nur eine Hilfe für die Atmung. Diese alte, traditionelle Übung des Daoismus hilft, dass die Kraft des Beckenbodens und unser Libido nach oben perlt in den Bauchraum. Dann schöpfe ich zweimal zum Bauch, stehe ganz zentriert und ruhig da. Und fühle meine Präsenz im Bauchraum in der Tiefe des Nabels. Kann ganz sanft um die Nabel kreisen. Beide Richtungen. Und das machen wir ja jetzt kurz, weil wir ja eine innere Praxis im Sitzen haben als Folge. Der eigentliche Kern dieser Übung. Ihr könnt mich, glaube ich, gut sehen. Ja. Okay. Dies ist ein Set zur Stärkung der inneren Mitte und dann gehen wir aus der Verbindung der Mitte in das Verbinden der beiden Kräfte. Folgt mir einfach. Ich spiralisiere sanft im Bauchraum von vorne nach hinten. Wieder nach links, vorne, nach rechts. Das ist auch der Verlauf des Darms, deshalb geht man in diese Richtung. Und ich schaue jetzt schon nach innen dabei. Und bei dem Anfangsteil ist auch gut, wenn man mich noch sieht. Ganz zum Schluss können wir dann das Bild nehmen, wenn die Kräfte zusammenkommen. Das ist aber erst in 10 Minuten oder so. Wir massieren den Darm innerlich. Kommt zur Ruhe. Und es folgt eine kurze Blasebalgatmung. Diese Atmung aktiviert und stärkt auch den Nabel und dieses Zentrum vorne, das Nabelzentrum. Ich atme aus. Mein Nabel, mein Bauch geht rein, nach innen. Ich atme ein und er kommt raus. Und macht das ruhig so, wie ihr das umsetzen könnt, also langsam oder auch schneller. Und ohne Atem, wir bewegen einfach nur den Bauchraum. Dies ist auch eine Hilfe, dass neues Blut, neue Lebenskraft, frisches Qi zum Bauch fließen kann. Ich entspanne, ausatmen, wieder ein. Und mit einem entspannenden Laut des Herzens lasse ich alle Hitze heruntergleiten. Alle Anstrengungen entweichen. Und beide Hände liegen jetzt auf meinem Nabel. Ich lächle sanft zum Nabel. Sehe meinen ganzen Körper schon wie aus Licht. Und am Nabel ist eine Art Energietor, eine Verbindung meines Körpers zum ganzen Kosmos.
so wie ein Baby durch die Nabelschnur genährt wird, so werde ich jetzt direkt von den Kräften des Kosmos genährt. Und ich kann einatmen wie ein leichter Sog und zähle dabei bis 4 oder 5. Halte 1-2 Sekunden und mit der Ausatmung strömt es in meinen Bauchraum. Licht, Chi, Wärme, Magnetismus strömt in mich hinein, in die Mitte zwischen Nabel und Nieren, in einen inneren See. Wir können als Hilfe bis 4 zählen, bis 5 beim Einatmen. Dann 2 Sekunden halten. Und mit der Ausatmung lasse ich los und es strömt nach innen. Vielleicht spüre ich schon eine Wärme unter meinen Händen oder mehr Stabilität, mehr Präsenz im Bauch oder gar diese innere Atmung. Dann gleiten meine Hände weiter über die Beckenschaufeln zu den beiden Nieren, die wir auch gerade gesehen haben. Und ich reibe und massiere die Nieren schön warm. Reibe die Hände einmal sanft aneinander. Blase an den Wind. Und ich lege die warmen Hände auf die Nieren. Ich sehe sie in blauen Farben. Die 2 große Bohnen und die Wärme sowie der Magnetismus der Hände strömt in meine Nieren. Die Nieren sind der Träger unserer vererbten Energie, der Jing-Energie. Und bringen die Sexualkraft hervor. Sie sind auch verbunden mit dem Gehirn, dem Rücken, der Blase und vielem mehr. Ich lächle vom Herzen in meinen Nieren. Und lass jetzt ihre Energie wie ein blauer Nektar oder wie blaue Farben herunterströmen. Direkt zum Beckenboden. So verbinden wir die Nieren energetisch mit unserer Libido, mit dem Beckenboden und dem ganzen Geschlechtsbereich. Der wichtige Bereich am Beckenboden ist das Energiezentrum Hui Yin, Treffpunkt aller nährenden Energien zwischen Anus und Geschlechtsorgan, ein Weichbereich.
lächle dorthin, atme dort kurz hin. Und zieh jetzt diesen Bereich leicht an. Beim Einatmen ein sanfter Sog. Und mit der Ausatmung strömt es in blauen Farben. Und ich kann dabei einen Windlaut machen. Das ist ein Nierenlaut. Mit der Ausatmung strömt es in blauen Farben mit diesem Windlaut in eine Niere auf. Der Laut ist. Ein leichtes Ansaugen beim Einatmen, Beckenboden anziehen. Und ausatmen, es perlt in eine Niere. Wir können noch einmal die beiden Nieren schön warm halten. Die Hände einmal rein. Die Kraft unseres Bauchraums hat auch zu tun mit der Kraft unserer Nieren. Wir legen die Hände wieder auf die Nieren und atmen vom Beckenboden nach gleicher Fasson in die zweite Niere ein. Einatmen, ein Ansaugen, den Beckenboden anziehen, mit der Ausatmung perlt es mit dem Laut und den blauen Farben in die Niere. Beide Nieren sind wärmer, entspannter. Vielleicht voller und gesünder. Ich fühle die Verbindung in den Geschlechtsbereich und zum Beckenboden und lege jetzt eine Hand auf den Nabel und die andere gegenüber auf die Wirbelsäule. Und dieser Punkt heißt das Tor des Lebens. Es ist der Hauptpunkt für die Stärkung der Nieren und der Libido. Und wir atmen durch diese beiden Energiezentren aus der Weite des Kosmos ein, sehen unseren Körper aus Licht und mit der Ausatmung strömt es in die Mitte, füllt einen See voller Lebenskraft zwischen Nabel und Nieren. Im Bauch wird es wärmer. Wir können auch beide Hände auf den Nabel legen. Und vielleicht ist es schön, wir sehen jetzt diese meditative Landschaft. Generell schließen wir alle die Augen. Der Bauch wird warm und voll. Und ich schaue mit meinen geistigen Augen nach innen, in den Bauchraum.
Der Raum zwischen meinen Zellen wird weiter. Mein Scheitel zieht zum Himmel. Die Füße schlagen Wurzeln. Ich kann mit den Händen sanft in die Leisten strahlen. Im Bauchraum ein See voller Lebenskraft und er ist verbunden mit der Quelle des Beckenbodens und natürlich des Geschlechtsbereichs. Ich atme herunter zum Beckenboden. Besonders zum Bereich Huiyin, Treffpunkt der Yin-Energien. Zwischen Anus und Geschlechtsbereich. Und gleichzeitig strömt mein Lächeln auch in den ganzen Geschlechtsbereich. Bis in die Drüsen, Hoden, Ovarien. Beim Einatmen ziehe ich den Beckenboden leicht an und auch die Geschlechtsorgane. Beim Ausatmen entspannt es sich sanft. Und auch der Schließmuskel folgt bei dieser Übung. Denn wenn er sehr schwach ist, verlieren wir sehr oft Lebensenergie, die unten herausfließt. Dann lasse ich jetzt mit einer etwas längeren Einatmung diese Lebenskraft, die wir schon in der Bewegung stimuliert haben, direkt in den Bauchraum aufsteigen. Sie füllt den See im Bauch. Jetzt gehe ich in mein Herz hinein. Ich verbinde mich mit seinem inneren Kern, wie das reine Herz seines Kindes. Ich kann mein Herz auch als eine liebevolle Sonne sehen und ganz sanft, voller Kraft, aber nicht zu heiß, scheint die Liebe meines Herzens in der Mitte der Brust. Das Herz liegt mehr mittig, als wir ahnen, herunter durch den See, in den Geschlechtsbereich und bis zum Beckenboden. Meine Liebe scheint in meine Leisten, die Drüsen der Geschlechtsorgane, den Beckenboden, den ganzen Geschlechtsbereich. Wir können dort auch hinlächeln. Oder mit den Händen hinstrahlen oder die Hände in die Leisten legen. Und vielleicht fühle ich, wie das Atmen und Posieren dort intensiver wird, wie ich noch ruhiger werde
Und wieder atme ich jetzt vom Beckenboden ein, aus dem Geschlechtsbereich ein. Und es perlt, nährend und stärkend, auf in den Bauchraum. Eine Hilfe kann sein, dass, als wenn ich einen Cocktail mit einem Strohhalm trinke, dass ich diese Lebenskraft ganz sanft, ganz langsam mit der Atmung hinaufsauge. Wenn ich mag, lege ich eine Hand aufs Herz und die andere auf den Nabel oder zu den Leisten. Wie von selbst perlt es von unten auf, nährt den See. Noch einmal schaue ich in mein Herz, umarme mein Herz. Ich lasse seine Liebe nach unten strömen und seine Heilkraft. Und die Libido, die Kraft des Beckenbodens, perlt nach oben. Beide Kräfte kommen zusammen im Bauchraum. Und oft geht das einher mit einer inneren Stille, einem Ankommen. Wir können uns einfach zurücklehnen und nachruhen. Lassen ganz los, tauchen in den Bauch ein. Als wenn unser Geist dort heruntersinkt. Und diese Heilkraft darf einfach dann ankommen. Aber vielleicht strömt sie auch von selbst in ein Organ in der Nähe, wo sie gebraucht wird. Jetzt werde ich einfach immer ruhiger. Lass einfach los. Je ruhiger ich werde, desto tiefer wirkt diese Heilkraft, diese neue Lebenskraft nach innen, regeneriert meine Zellen, stärkt mich von innen.
und öffnet neue Potenziale in mir. Und für heute, für jetzt können wir erst einmal langsam zurückkommen. Wir kreisen mit den Händen noch einmal um den Nabel. Traditionell ist bei Männern links herunter, rechts hinauf. Bei Frauen rechts herunter, links hinauf. Die Kreise werden dann etwas größer. Und die andere Richtung zurück, kleiner. Bis sie wieder am Nabel sind. Beide Hände auf dem Nabel fühlen wir vielleicht einen inneren Puls im Bauchraum. Den Puls der Aorta. Und wenn wir diesen Puls ruhig und kräftig fühlen, ist es ein Zeichen von Präsenz im Bauch und auch von guter Gesundheit. Als Abschluss legen wir die warmen Hände auf die Augen, schauen in die Hände und kommen so von der Welt der Organe über unsere Sinnesorgane zurück zur Außenwelt. Über unsere Sinnesorgane, die Augen, streichen kurz durchs Gesicht. Und wir können noch einmal auch den Hals ausstreichen oder ganz kurz uns ein bisschen klopfen, wieder ankommen. Bei Druck im Kopf eventuell oben am Schädel oder auch am Scheitel und hinten. Auch sehr gut die Arme einmal. Nach längerem Sitzen immer einmal schön strecken und nach vorne kurz aushängen. So vermeiden wir Fehlhaltung der Wirbelsäule. Da seid ihr wieder. Da seid ihr wieder. Ja. Das war die Praxis. Ihr merkt, ich bin auch richtig runtergefahren. Ich frage mal so, wer ist ruhiger geworden jetzt? Wow, super. Wer fühlt den Bauch wärmer? Wer fühlt den Bauch wärmer? Okay. Wer hat gefühlt, dass die Kräfte des Beckenbodens, Libido, auch alles zusammen, dass da wirklich etwas hochperlte, wie ein Stromgefühl oder in irgendeiner Form? Ja, sehr gut. Wer hat gefühlt, dass die Herzenergie auch da war und herunterperlte? Ja, super. Und das ist natürlich nicht ganz ohne, das ist nicht so einfach. Ihr könnt das gerne wiederholen. Wir stellen das ja online. Und wenn ihr da ein bisschen vorbereitet seid, ist es beim zweiten Mal noch einfacher. Okay, vielleicht gibt es noch Fragen oder die Britta hat noch was als Abschluss. Gibt es Fragen von eurer Seite? Dann kann ich auch ein, zwei Fragen beantworten zum Schluss. Ist jemand, der sich meldet, denn könnt euch einfach melden, dann würde euch die Britta rannehmen. Also ich bin tiefenentspannt, schreibt jemand, die Elke. Das tat sehr gut, sagt die Margit. Oh, haben wir noch ein paar Feedbacks. Könnt ihr reinschreiben, nur zu. Eine Wohltat.
Lieben Dank, sagt Antje. Vielen Dank für die liebevolle Anleitung. Wunderbares Gefühl, meint Wolfgang. Danke, ich war den ganzen Tag unruhig. Das hat richtig gut getan, Chandrika. Kann ich die Herz, Moment, langsam, da kommt eine Frage, die muss ich nochmal mir schnell runterziehen. Bin zwischen der, ach, das sind jetzt sehr schöne viele, jetzt kommt richtig was zustande. Wir kommen allmählich hier in Fahrt, lieber Carsten. Jetzt sind sie so schnell, dass ich kaum mitkomme, aber jetzt kommt was Schönes. Spanne ich den Geschlechtsmuskel an oder Anusmuskel an, wenn ich einatme in den Beckenboden, will Ulrich wissen. Ich kann das beantworten, ja, aber es ist nicht so sehr physisch, es ist mehr energetisch. Heißt, du hast gesehen, auch in den Übungen, die wir vorher gemacht haben, es dreht sich mehr darum, den ganzen Bereich energetisch aufzuladen, als wenn das so ein Stromgefühl ist. Und deshalb sind die Vorübungen auch so essentiell. Und dann geht dieses Anspannen ganz leicht, weil es ist mehr so eine energetische Welle, die dann nach oben perlt. Ja. Die Jutta würde gerne wissen, kann ich die Herz-Nieren-Beckenboden-Verbindung auch im Liegen machen? Ja, geht auch im Liegen. Die Tendenz ist nur im Liegen, wenn wir es noch nicht richtig beherrschen, dass die Energie nachher sich nicht so richtig in der Mitte sammelt. Das ist eine Tendenz. Also man kann es auch im Liegen machen, wenn man es auch öfter im Sitzen macht. Weil, schaut, es ist sowieso nicht so einfach, in diese innere Kraft zu kommen. Es ist ja auch so ein Prozess tiefer Meditation, dass man da wirklich in sich ankommt. Und wir Männer haben eigentlich eine Tendenz, wenn Kraft da ist, gehen wir in Arbeit. Ja? Dann, wenn Männer Kraft haben, Wochenende, dann wird der Gartenzaun repariert, dann wird das Auto gewaschen und nochmal die Büroarbeit nachgeholt. Ja? Wenn Frauen in die Kraft kommen, dann ist es meistens ja auch im Geschlechtsbereich. Das ist jetzt so ein bisschen erstmal simpel geteilt, Männer, Frauen, aber da ist so ein wahrer Kern drin. Dann gehen sie sehr oft in den Beziehungsraum. Heißt, die Kraft kommt nicht richtig in ihrer Mitte an, sondern wow, da ist eine Sexualkraft in mir oder eine Herzkraft. Und ganz schnell geht das so in einen Beziehungsraum. Das kann zum Partner sein, zur Familie, Freundeskreis, aber auch zum Kind. Und deshalb ist die Praxis im Sitzen oder auch im Stehen so unglaublich wichtig, dass wir dieses Zentrum in uns ausbilden, wo wir wirklich in uns ankommen. Genau. Als Zusatz des Ganzen, ja. Die Ulla hat gerade geschrieben, sie hatte leider einen Restless-Leg-Anfall gehabt. Was heißt das Restless-Leg? Das Bein geschüttelt? Ja. Dies kann immer passieren, also auch ähnliche Geschichten im Nervensystem, dass sich was entlädt im Nervensystem oder dass es Veränderungen gibt, weil wir gehen ja wirklich in den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist ja ein Umschalten von Aktivität in eine Heilenergie. Und das erlebe ich auch bei vielen Meditationen, dass Menschen plötzlich so ein Zittern haben oder Schütteln. Und das ist auch ganz normal in vielen Varianten, was eigentlich zeigt, dass durch diesen Parasympathikus-Zustand das Nervensystem jetzt die Chance hat, sich zu entladen. Also Spannungen loszuwerden, die vorher schon da waren und auch eine innere Balance zu finden. Ja. Genau. Die Annegret schreit, bin zwischen der Steuererklärung in die Tiefenentspannung. Ja, und vielleicht so ein kurzer Abschluss dazu. Ihr seht, ich habe ja auch gerade Steuer gemacht im Januar und das ist nicht so einfach, weil ja einige lachen, von der Steuer mal rüber zu gehen. Und wenn ich mich dann einfach still hinsetze, und das geht wohl vielen so, kann man nicht unbedingt einfach abschalten. Und eigentlich ist es ein Geschenk im Ansatz des Tao, dass wir Körperübung, also Bewegung, mit Atemtechniken und Massage kombinieren, um so recht schnell in tiefere Meditationszustände zu kommen. Und diese Praxis eben ist praktisch
die Basisübungen über ganze Seminarbereiche mit dem Thema heilende Liebe. Also da kommt ganz viel. Aber auf der anderen Seite eine Grundlage, um wirklich in der eigenen Kraft anzukommen, aber auch eine Grundlage für Heilung im Bauchraum oder Heilung im Geschlechtsbereich. Das nur nebenbei. So, wie viele Menschen haben Nierenleiden? Wie viele Menschen haben später Blasenprobleme, Prostata, Kälte in den Geschlechtsorganen und. Und das ist hier inklusive, ich habe das gar nicht so erwähnt. Neben dem spirituellen Teil, dass unsere Herzkraft und unsere Libido zusammenkommen in uns als Ruhe und Stabilität. Ja. Okay. Ich glaube, da ist ganz viel Wärme jetzt im Bauchraum. Jemand ist ganz in seiner Mitte und der Bauch war so prall. Ja, super. Jawohl, Bauchraum ist ein großes Thema in den Kommentaren. Ruhe und Entspannung und Dankbarkeit, Hals am Hals, die Heilenergie gespürt. Das ist besonders intensiv, wenn du mit deiner warmen Stimme es noch anleitest, da kommt noch mehr Wärme. Und da ist nur ein Bedauern und ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch was, das Heilmantra wird vermisst. Ja, ich kann ja nicht jedes Mal ein Mantra singen. Also ich singe ein Mantra, das ist ein anderer Level. Aber die letzten zwei Webinare waren auch für spezielle Themen. Also vorher ja Selbstliebe, also zentrale Themen, die eigentlich sehr, sehr tief sind. Und jetzt dieses Thema, was ich immer finde in allen Seminaren, die Menschen kommen meist erschöpft oder überdreht an und alle hatten zu viel zu tun. Und ich glaube, auch gerade in dieser Phase von Corona ist unser Hauptthema, wie kommen wir in unsere Kraft, in unsere Ressourcen und können dabei noch klar sein und abschalten. Und ich hoffe so, ihr konntet was mitnehmen. Ja. Gut. Haben wir noch was vor? Jetzt im Moment nicht. Ich mache eine kleine Party heute Abend. Ich musste das alles, dass ich das auswendig gelernt habe. Hier hat ja ganz gut geklappt noch. Gut. Ja. Schön. Und übrigens nebenbei, es gibt ja immer verschiedene wissenschaftliche Forschungen und ich mag die nicht so gern zitieren, weil wir sind ja auch im Grenzbereich, heißt in 10 Jahren ändert sich schon wieder oder so. Das ist ja in Wirklichkeit noch nicht alles so erforscht, wie es scheint. Aber es soll zellverjüngernd werden, ja. Und für mich ist immer wichtig, wie fühlt sich denn an? Ja. Und das Zweite, wie fühle ich mich denn bei oder wie schaue ich am Ende aus? Also, wenn ihr euch jünger fühlt, in den Zellen ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja. Gut. Jünger ist auch immer mehr Frische, mehr Kreativität. Das war's von meiner Seite. Danke für eure Teilnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, und Britta, und du sagtest noch, wir sollten noch ein Seminar machen vor der Ausbildung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollen noch einen kleinen Bonus draufsetzen. Hm? Und ich denke, ich kann da was mit Mantren machen, auch in Heilbehandlung. Warum nicht? Können wir schauen. Wow. Wenn ihr das gut findet. Werden wir uns noch ein Thema aussuchen? No? Wir suchen uns was aus. Genau. Okay. Ihr seid in der Mailingliste drin jetzt und werdet das dann wieder erfahren. Wahrscheinlich wird es Mai werden. Ne? Ja. Und dann wird es auch live. Also ich bin felsenfest inzwischen überzeugt, dass im Sommer bist du hier in Frankfurt. Dann geht's los. Ja, im Sommer geht's los. Okay, also. Schön. Ich sag tschüss, bis bald. Dann. Schönen Dank. Gute und wenn ihr noch gutes Feedback habt, schreibt mir einfach eine Mail. Auch gut, freue ich mich. Oder Britta auch eine Mail. Genau. Feedback tut immer gut. Dankeschön. Ciao, ciao. Eine tschüss. Gute Nacht. Gleichfalls.